Frau gut, im Verein läuft es nicht ganz so gut, aber da dafür umso besser, oder? Ja, mit dem Verein bin ich jetzt nicht so gut gestartet die Saison, das ist klar. Wir haben noch keine Punkte geholt die Saison, aber ja, das, was heute zählt hat, ist jetzt die Nazi gewesen und das ist sehr erfolgreich und bin ich froh darum. Nachdem Sie gegen Litauen schon so einen guten Match gemacht haben, haben Sie in Litauen selber nicht gespielt. Jetzt heute aber wieder zeigt, wie wertvoll sie in dem Mittelfeld können sein können. Die Rolle mit der Lia Welti zusammen heisst nicht klassisch 6, sondern 6-8, ein bisschen offensiver. Wie gefällt Ihnen das? Sehr gut. Also ich fühle mich sehr wohl mit der Lia und sie macht es auch unglaublich einfach. Also es ist wirklich, wenn ich hochgehe, dann bleibt sie tief und umgekehrt das. Also, sie macht es wirklich sehr einfach, mit ihr zusammenzuspielen. Und ja, sie hat jetzt wirklich den defensiveren Part übernommen, ein bisschen mehr im Spielaufbau und ich bin ein bisschen höher gewesen und ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Sie sind in dem Team sicherlich im Schaffen eher weiter vorne in der Pole Position, wer darf spielen. Wie schaffen Sie es, dass Sie dann jeden Match spielen? Ja, ich glaube, schlussendlich ist das die Entscheidung vom Trainer und ich versuche einfach in jedem Training mein Bestes zu zeigen, in jedem Spiel Vollgas zu geben und ja, mich so gut wie möglich zu zeigen für den Trainer. Jetzt habe ich Sie heute ein paar Mal in der zweiten Reihe gesehen. Nur einen guten Pass spielen, einen cleveren Pass. Sie haben aber Platz gehabt. Wenn kommt irgendein, ist der Schuss aus 20 Metern und das Goal von der Malin gut? Ja, ich glaube, heute hatte ich ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, zum selber schiessen. Ich habe dann oft noch vielleicht den Pass zu viel gesucht. Ich glaube, das kann ich mir vielleicht auch für das nächste Mal vornehmen. Auch mal selber abzuschliessen und dann kommt das Goal hoffentlich bald. Frau Caligaris, all die Jahre im offensiven Mittelfeld haben wir Sie applaudiert. Dabei wären Sie eine 1A-Innenverteidigerin gesehen. Wie gefällt Ihnen die neue Position? Ja, es gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich fühle mich wohl. Und mit dem Team macht es mir einfach, dort zu spielen. Wir haben heute häufig gesehen, wie Sie das Spiel aufgebaut haben, Ideen gehabt haben von hinten führen. Wie wichtig ist das für das Team, auch, dass man weiss, dass mit der Viola jemand ist, der so spielsicher ist in der hintersten Reihe? Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man gerade gegen eher schwächere Gegner das Spiel gut aufbaut und haben wir heute auch gut gemacht, das Dritte, wenn die Lia ein bisschen abgekippt hat. Und von dem her ist es heute eigentlich sehr gut aufgegangen. Jetzt haben Sie gesagt, die schwächeren Gegner zuerst, trotzdem, die muss man gewinnen, die Match. Jetzt haben Sie ein gutes Polster für die nächsten Match, aber was erwartet euch, wenn jetzt Rumänien und Belgien kommen? Ich denke nicht, es ist sicher wichtig, dass wir bis jetzt alle Spiele gewonnen haben, alle Spiele zu Null gewonnen haben, aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Wir wissen, es wird noch schwierig und wir müssen uns auf jedes Spiel fokussieren. Nils Nilsen, 3 Spiele, 9 Punkte, kein Tor bekommen. Was ist die Bilanz des Trainers? Es ist gut. Heute war ich sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Wir hat genauso gespielt, wie wir wollten und wir hat gute Bewegungen gemacht, viele Chancen gehabt, 2 Tore gemacht. Ich bin zufrieden. Zweite Hälfte war unruhig und wir mussten hart arbeiten. Aber das ist so, wenn du nicht gut spielst, dann musst du arbeiten. Das hat die Mannschaft auch geschafft. Genau, was ist da passiert nach der Pause? Ihr Team hat völlig dominiert in der ersten Halbzeit. Nach der Pause, Kroatien kam gut ins Spiel, aber Sie haben lange die Antwort nicht gefunden, bis dann die Doppelwechsel kam. Nein, ich weiß nicht. Wir vielleicht war sie ein bisschen überrascht, dass Kroatien so mit so viel Druck kommt in die zweite Hälfte. Und dann war wir nicht cool genug. Und dann haben wir zu lange Bälle gespielt und nicht schnell genug. Und das war genau, was wir in die erste Halbzeit gut gemacht hat. Dann das fehlt in die zweite Hälfte. Ich kann dich nicht erklären, warum, aber ich habe das auch gesehen. Dann haben wir versucht mit neuer Kräfte es war eigentlich okay. Bleiben wir bei den Kräften, die nicht neu waren, obwohl ein neues Duo, Welti und Gut, hat sehr gut ausgesehen mit und ohne Ball. Ist das vielleicht die Antwort für das Spielsystem, das in der Vorbereitung nicht immer so goldig war? Es ist sehr, sehr schön, dass Lia wieder spielen kann und Marlin ist ein fantastisches Talent, so warum nicht?
Dann haben wir Fabian Humm wieder gesehen. Sie konnten sie ja nicht mit nach Litauen nehmen. Aber Fabian Humm mischt einen gegnerischen Strafraum richtig auf. Die kann man fast nicht auf der Bank lassen, oder? Wenn man nur ein Training hat, um die Trainer zu imponieren, dann kannst du das machen. Aber ich weiß, dass Fabi ein Torschützerin ist und sie ist eine sehr gute Spielerin. Das ist, warum ich gerne Fabi in die Mannschaft habe. Aber manchmal muss man auch an die Bank setzen und das weiß Fabi. Nils, jetzt haben wir eine Schwierigkeitssteigerung bekommen. Litauen war zu Hause fast stärker als in der Schweiz, zeitweise. Wir haben heute Kroatien, das nochmals stärker ist als Litauen. Rumänien kommt. Rumänien ist auch wahrscheinlich nochmal etwas stärker. Was prognostizierst du für die nächsten Runden? Wir will mit unserem Spiel arbeiten und wir will wie die erste Halbzeit versuchen, so schnell wie möglich zu spielen. Dann ist es egal, welche Mannschaft wir spielen, dann will wir immer noch Chancen machen. Aber wenn wir nicht das machen können, wenn wir nicht den Ball halten können, dann müssen wir hart arbeiten und dann können wir auch Rumänien schlagen. Aber Rumänien, ja, sie ist ein bisschen besser als Kroatien, aber Kroatien ist nicht schlecht. Es war ein guter Sieg für uns heute. Müssen die Spielerinnen vielleicht physisch auch noch etwas zulegen, um so schnell zu spielen, wie du es immer willst? Ja. Na gut, danke und bis nächsten Monat.